Gute Zeiten, schlechte Zeiten, die GZSZ-Wochenvorschau ab dem 6. August 2018. So geht es bei GZSZ weiter. Bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten wird es ab dem 6. August 2018 wieder sehr emotional. Jonas wird von Toni beim Drogenkauf erwischt, Philipp verzweifelt an seiner Amnesie. Annes romantische Überraschung für Katrin geht nach hinten los und bei Emilie und Paul läuten die Hochzeitsglocken. Valentina Pade präsentierte euch die GZSZ-Wochenvorschau. Toni erwischt Jonas beim Drogenkauf. Luis, Maximilian Braun, wird von seiner Mitschülerin Brenda, Anna Belazetsch, erpresst. Mit einem sehr intimen Video setzt sie ihn immer weiter unter Druck. Das Video zieht sogar schon erste Kreise, doch noch weiß man nicht, um wen es sich dabei handelt. Die Schlinge um Luis zieht sich allerdings enger zu. Dafür, dass Brenda das Video löscht, verlangt sie von Luis Marihuana für eine Party. Doch wie soll er da bloß rankommen? Seinem Kumpel Jonas, Felix van de Winter, vertraut sich der verzweifelte Luis schließlich an. Jonas verspricht zu helfen und ist auch bereit, für ihn die Drogen zu besorgen. Doch dann wird er ausgerechnet von Luis Schwester Toni, Olivia Marei, dabei erwischt. Annes romantisches Treffen fällt ins Wasser. Annie, Linda Malenrunge, möchte Katrin, Ulrike Frank, mit einem romantischen Treffen überraschen. Als ein Kunde absagt, informiert sie ihre Chefin nicht darüber und nutzt die Gelegenheit, um sich selbst mit ihr zu treffen. Annie geht sogar noch weiter und bucht zusätzlich ein Hotelzimmer für sie beide. Schick gemacht und mit großen Erwartungen taucht sie zum Treffen auf. Katrin ist allerdings überhaupt nicht begeistert und lässt den Chef raushängen. Wenn du Berufliches und Privates nicht trennen kannst, dann haben wir ein Problem. Philipps Erinnerungen kommen nicht zurück. Philipp, Jörn Schlönfeucht, versucht seit Wochen sein Gedächtnis zurückzubekommen. Doch er macht leider keine Fortschritte. Er blättert durch alte Tagebücher und schaut sich Fotos aus seiner Jugend an, ohne Erfolg. Seine Erinnerungen kommen einfach nicht zurück. Philipp ist verzweifelt. Bei Emilie und Paul läuten die Hochzeitsglocken. Der große Tag von Emilie, Anne Menden und Paul, Niklas Osterloh, rückt immer näher. Auch die kleine Katte ist aufgeregt und hat eine große Überraschung für Paul. Stolz schreibt sie ihren neuen Nachnamen auf ein Blatt Papier und zeigt es ihm. Ich heiße jetzt so wie Mami und du, strahlt sie, wir sind die Wiedmanns. Paul kann sein Glück kaum in Worte fassen.